ist das für eine Scheiße schon wieder? Mitglied. Ganz ehrlich, ich wollte nur bei YouTube meinen neuen Mitgliedschaftskanal bewerben, was es da für Preise gibt und was da für Dinger sind, aber du nimmst mir zu der Scheiße. Bitte, warum ist das so billig gemacht? Warum sagt ihr nur ein Wort? Schnitt, Schnitt, Schnitt. Ich halte mich doch nur an das Drehbuch. Was soll ich denn machen, Mensch? Bitte, wenn du uns so wenig Geld gibst, das ist eine Low Budget. Mehr kann ich nicht machen. Da müssen wir halt billig machen. Deine Kanalmitgliedschaften kosten doch auch nicht gerade mehr. Also, ich kann so einfach nicht arbeiten. Wirklich, ich kann so nicht arbeiten. Ich habe den billigen, pinken Plastikstuhl. Glaubst du, mir macht das Freude? Okay, ist ja in Ordnung. Okay, beruhigen wir uns erstmal. Dann machen wir mal weiter mit den Takes. Vielleicht wird's ja besser. Ich habe ja keine Ahnung, okay? Lassen wir es einfach auf uns zukommen, okay? Komm mit mir, wenn du leben möchtest. Oh, ich fass es nicht. Was soll die Szene? Was soll das mit dem Ball? Ey, no budget hin oder her, das ist ja krank. Also, das tut mir leid. Was soll das? Hey, jetzt krieg dich mal wieder ein, okay? Wir machen da einfach ein paar no budget, dann tun wir da einfach statt dem Ball ein Motorrad hin und... Ja, ein paar Bildschirmeffekte, boom, boom, bam, boom. Und dann passt die Einstellung, ist doch alles cool, okay? Hi Leute, ab sofort gibt es verschiedene Vorteile bei mir auf dem Kanal für Mitglieder. Es gibt einmal den Super Saiyajin für 1 Euro, den Super Saiyajin Blue für 3 Euro, den Super Saiyajin God für 5 Euro und den Ultra Instinct für 10 Euro. Je nachdem, was ihr wählt, habt ihr verschiedene Möglichkeiten. Hier sind zum Beispiel Logos für euch dabei, Emojis sind dabei. Die Kommentare werden mehr beantwortet. Ich kann halt nicht jeden Kommentar beantworten, aber wenn ihr Mitglieder seid, dann werden die auf jeden Fall mehr beantwortet. In Super Saiyajin Blue, da habt ihr Zugriff auf VIP-Räume im Discord und natürlich die folgenden Vorteile. Und hier bei Super Saiyajin God, da bekommt ihr eine Erwähnung am Ende eines Videos. Und bei Ultra Instinct habe ich mir überlegt, ich mache ja selber Twitch Starter Packs. Also hier gibt es Emotes und GIFs umsonst und ich werde das immer wieder ein bisschen aktualisieren, immer wieder neue hinzufügen. Am Start sind jetzt erstmal Dragon Ball und Bleach. Bitte nicht als Zwang sehen, Mitglied zu sein. Wenn ihr das Geld habt, wenn ihr mich unterstützen wollt, dann gerne. Aber ihr sollt jetzt nicht unbedingt glauben, dass das ein Muss ist oder so, okay? Ihr unterstützt mich auch, indem ihr meine Videos anschaut und abonniert und auch liked und kommentiert, okay? Genauso wie auf Twitch und auf YouTube, okay? Ihr seid die Besten. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Zeige mit Daumen, dass Mitglied cool ist auf YouTube. Lächel dabei. Ja! Oh, du bist so scheiße. Was schießt denn du jetzt? Deine Hand? Was ist denn das für eine Scheiße schon wieder? Ihr seht es, oder? Ich hab keine Waffe da. Du schießt mit seiner Hand. Wer kennt das mit den Fingerpistolen? So kommt das gerade vor. Er hat halt wirklich gar keine Waffe in der Hand. Das ist geil. Fuck! Der Sound ist geil, der Soundeffekt. Ja, geil. Es ist geil. Seht ihr das? Der hängt fest. Lol. Oh, das ist echt fies. Das war jetzt kein verdienter Sieger, aber naja. Was ist der Ausdruck?
Ist das geil? Es ist Sparta! Mit der Animation hängen geblieben. Ist geil. Ich war zu riesig, gibt's die aber naja. Muss ja ausnutzen. Hey, wer bin ich? Ich hab's vergessen, ich bin mit dir. Ist ja dope, ich kann nur L1 drücken. Ich hab nur mit L1 gewonnen. Alter. Das darfst du keinem Menschen erzählen. Alter. Warum hab ich keine Handicap-Stufe 8? Wahnsinn. Nur mit L1 habe ich gewonnen. Hammermäßig. Was ist das? Mit einem Knopf. Hi Leute. Ich hoffe, diesmal funktioniert das Game Hunt nicht. Es stürzt schon wieder ein paar Mal ab. Also seit dem Update läuft das Game nur noch buggy bei mir. Oh ja, sieht gut aus. Heute geht's wenigstens so. Ich habe leider heute nicht ganz so viel Zeit. Tut mir wirklich leid. Mir ist was dazwischen gekommen. Bin ich selber ein bisschen assi, aber naja, soll machen. Ich zeige euch mal den neuen Modus und den neuen Kampf. Also ich habe einen Kampf was wieder geholt. Natürlich ohne Echtgeld, weil ich habe ja genug Blutmarken immer beieinander. Vielleicht nicht schlecht. So, mal rein. Es ist der neue Kampfpass. Geht selber. Gibt's wieder ein paar neue Jäger. Und da gibt's viele neue Waffen. Finde ich eigentlich richtig nice. Die Stufe 37. 37 Tage hatten noch Zeit. Also eigentlich ganz nice. Und das finde ich eigentlich geil bei Hand. Da kannst du dir den Kampfpass holen, ohne Echtgeld auszugeben. Das UI hat sich auch ein bisschen geändert. Man sieht so, sieht ein bisschen anders aus als. Das mit den Waffen finde ich ein bisschen umständlich irgendwie. Das sieht jetzt so aus. Wenn ihr jetzt die Details von den Waffen sehen wollt, dann müsst ihr hier X drücken. Das finde ich ein bisschen umständlich gemacht, aber ja, man findet sie schon zurecht. Okay, wenn ihr jetzt einen Jäger kaufen wollt oder so, dann sieht das auch ein bisschen anders aus. So. Das hier. Neuen Jäger geben, warum kann ich jetzt keinen anderen Jäger kaufen? Ja, weiß ich nicht. Genau. Und wenn ihr jetzt auf Spielen geht, da habt ihr zwei Dinger. Zufälliger Vertrag, das ist das normale Modus. Kopfgeldschlacht ist der neue Modus. Der Kopfgeldschlacht ist im Endeffekt wie die Bounty-Jagd. Nur ihr habt eine Bounty und ihr habt einen ganz kleinen Bereich. So Art Battle Royale, also ihr werdet euch begegnen. So kann man sich das vorstellen. Ich zeig's euch mal. Super nice, ja. Und Halloween Event ist auch wieder natürlich. Man sieht ja hier, zerstöre Kürbisse, sammel Hinweise. Kürbisse zerstören, das sind halt, also in der normalen Bounty Jagd, wenn ihr normal auf Jagd geht, da gibt es halt überall solche Kürbisse, entweder sind die am Boden oder sind auch so eine Vogelscheuche oben und dann müsst ihr die halt zerstören. Also auch ganz geiles Event. Neuen Pakt gibt es. Also ganz cool alles, muss ich sagen. Wirklich nicht schlecht. Kopfgeldschlacht, weiß ich jetzt nicht wirklich, was ich davon halten soll. Du hast halt echt eine kleine Map und ihr begegnet euch alle. Das ist so eine Art Battle Royale Modus, so kann man sich das vorstellen. Könnt ihr alleine oder auch zu dritt zocken. Oh ja, ist halt so ein Battle Royale-Modus. Ich bin nicht der Battle Royale-Fan, man kennt mich, bin ich nicht. Aber ja, ist eigentlich ganz witzig, wenn ihr da gleich auf Action wollt und so weiter, da ist der Modus eigentlich nicht schlecht, muss ich sagen. Ich finde ihn auch cool. Aber ganz ehrlich, er setzt sich einen Kürbis rauf und dann kämpft er auch noch so. Wie kann man denn so kämpfen? Das muss doch ersticken, noch was. Ne?
Dafür, dass es jetzt morgen der Stream ausfällt, dafür mache ich dann wieder ein paar neue Videos. Also, ich muss schon ersetzen dafür. Tut mir echt leid. Es geht halt leider nicht anders, mir ist was dazwischen gekommen, was wichtig ist. Aber wirklich, ich muss sagen, seit dem Update läuft das Game nicht mehr rund bei mir irgendwie. Also, keine Ahnung. Vorher ist es einigermaßen rund gelaufen, jetzt überhaupt nicht mehr. So. Hier, wir sind in dieser kleinen Map, in dem Kreis. Da tummeln sich jetzt 12 Jäger, ne? Also, kannst dir vorstellen, was da los ist. Also, der Mond ist eigentlich ganz funny, muss ich sagen, aber das ist halt schon krass für dich. Wie gesagt, da geht's halt dann ziemlich Action ab. Also da seht ihr auf jeden Fall schnell einen anderen Jäger. Haben wir echt guten Schweiß dabei, ja. Also wer mich kennt, ich bin schlecht beim Schießen. Ich schmeiß lieber. Beim Schmeißen habe ich mehr Erfolg. So. Seht ihr, der kleine Umkreis ist es. Und es gibt halt nur eine Bounty. Muss man halt aufpassen, nämlich. Wie gesagt, ihr geht ein paar Meter. Ich zeig's euch jetzt gleich. Es wird gleich so passieren, dass wir gleich jemanden begegnen wahrscheinlich. Passiert halt da schneller als du glaubst. Die Rechte wird verbannt. Oh ja, ich hab einen gesehen. Einmal nach hinten. Rapper! Also ihr habt schon gesehen, ne, dass da einer ist. Nee, da war nix. So muss man halt aufpassen, da tümmelt sich halt überall jetzt die Jäger, ne? Hinten, zack. Wo ist jetzt hingelaufen, der eine? Das ist da unten. Zack, einmal. Einen haben wir schon mal. Könnte noch mehr sein. Ah, der hat die Bounty gleich da unten. Ja, eine erledigt. Sehr gut. Bin jetzt noch immer sicher, dass keiner reinkommt. So. Ich sehe da niemanden. So. Haben wir die Bounty? Hat er die schon aufgenommen? Ja, perfekt. Wir haben sogar die Bounty. Geil. Seht ihr, und das ist der Spielmodus. Er ist eigentlich ganz witzig, aber ihr habt ja gleich ein bisschen Action. Also dürft euch halt nicht zu sicher sein. Das ist halt das. Ist schon witzig, der Modus hier.
hin. Oh, der ist tot. Ja, wenn ich den jetzt markiere, dann weiß er wahrscheinlich Bescheid. Also man hört so, die bekämpfen sich auf jeden Fall gegenseitig, das sind mehrere. Ausgerechnet der Bounty ist da draußen, ne? Der Lümmel. Den Command habe ich auch keinen. Ich weiß nicht mal genau, wo er ist. Macht mir nicht einfach. Der eine ist auf jeden Fall auf der Seite. Man hat es ja gesehen, ne? Seht ihr, habt halt einen echten kleinen Bereich und da seht ihr auf jeden Fall schnell Gegner. Ihr habt ja gesehen, wie schnell das bei uns jetzt ging. Aber theoretisch hast du da auch keinen Ausgang, ne? Oder? Das sind die runden Kreise, sind das Ausgänge? Oh doch, Extraktionspunkt. Also wir könnten schon rasen. Mal nachfragen. Vielleicht laufen wir ja zum Exit. Okay, er ist dabei. Jetzt probieren wir es einfach. Wir laufen. Da sind die Kürbisse. Hier, die müsst ihr halt zertreten, Präsident. Zack. Und da geht es jetzt darum, mit der Trophäe abzuhauen. Wie es aussieht, haben wir nicht mehr die Trophäe, oder? Geil. Ihr habt nicht mehr die Trophäe. Das ist natürlich doof. Naja, aber der eine ist auch abgehauen. Dann hauen wir halt ab. Schade. Theoretisch, ich habe nicht gewusst, dass unser Kamerad die Trophäe hat. Das ist natürlich doof jetzt. Theoretisch müsst ihr einfach die Trophäe nehmen und abhauen. Der ist jetzt selber abgehauen hier, aber mein Gott. Beim nächsten Mal vielleicht. Und so läuft das halt ab. Ihr habt halt den kleinen Bereich hier. Müsst ihr halt verteidigen, ne? Naja, aber trotzdem, einen habe ich noch gekillt. Nur einen. Das sieht jetzt auch ein bisschen anders aus vom Matchende halt hier, die ganzen Dinger jetzt, die man sieht. Auch ganz nice. Wir hätten unser Partner eh nicht retten können. Das war halt doof, dass der da rausgegangen ist. Wäre die andere Seite gegangen, hätten wir halt mehr Glück gehabt. Aber naja. War halt doof, dass der da rausgegangen ist. Ja, eingetöteten Jäger immerhin. Und so sieht das jetzt aus. Ein bisschen mehr rotlich und so weiter. Was sich auch geändert hat, das kann ich euch auch gerne mal zeigen. Wenn ich jetzt auf meinen Jäger gehe und den neue Sachen darauf tun will, dann hier seht ihr schon. Es wird jetzt gelb markiert, welche Fähigkeiten ihr bereits habt. Also das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel... Was nehmen wir? Nehmen wir Feuerfest. Wenn ich jetzt Feuerfest reintun würde, dann wird es gelb markiert werden. So nach dem Motto, hier, pass auf, das hast du schon drin. Und die anderen werden ausgegraut und in rot angezeigt, wie viel ihr noch braucht.
Bin ich eigentlich ganz nice vom Update her. Das ist nice. Ja, die Musik ist halt auch geil, ne? Ja, das war der neue Modus. Kopfgeldschlacht, genau, so heißt er. So spielt er sich dann auch. Also eigentlich ganz nice. Ganz cool. Sagt, ich habe leider jetzt nicht so viel Zeit. Ich wollte ihn euch nur kurz zeigen. Beim nächsten Mal habe ich wieder mehr Zeit. Ich verspreche es euch. Und ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja. Bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao.